So, Part 7, Tag 7, und zwar sogar der letzte Tag. Uns ist auf jeden Fall wichtig, wenn euch vorab gesagt, diese Reihe, die wir hier machen, beziehungsweise diese Serie gefällt, dann schreibt uns das unbedingt in die Kommentare, wie schon im Intro gesagt. Wenn ihr Vorschläge habt, ihr wollt den Bürstner Schieß mich tot, ihr wollt den Stärkemann Schieß mich tot oder den Adria Schieß mich tot sehen, schreibt es uns in die Kommentare. Wir werden es auf jeden Fall zeitnah umsetzen und euch dann dementsprechend das Fahrzeug genauso wie diesen hier im Detail zeigen. Aber nochmal zurück auf den hier. Wir haben jetzt so gut wie alle wichtigen Punkte geklärt, sind die durchgegangen. Der Wagen, so wie er hier steht, würde vom Listenpreis her 50.794 Euro kosten. Natürlich verkaufen wir nicht nach dem Listenpreis, wir haben hier einen kleinen Angebotspreis. Der Angebotspreis liegt hier bei 49.000 Euro. Wir haben folgende Optionen mit dabei. Die Alufelgen, wir haben diese Umrissbeleuchtung, die ich euch gerade schon gesagt habe. Dann haben wir diesen Relax-Sessel hier verbaut und ansonsten sind das jetzt erstmal so die Optionen, die dieses Fahrzeug hier bekommen hat. Ihr könnt natürlich frei wählen, wenn ihr neue bestellen wollt. Wir haben natürlich auch noch ein paar vorbestellt. Das heißt, kommt vorbei, schaut ihn euch auch nochmal ganz in live an, damit ihr auch wirklich nochmal das Gefühl dafür bekommt. Videos kann man immer gucken. Wenn ihr den dabei im Live seht, habt ihr natürlich noch mehr so ein bisschen das Gefühl dafür oder ihr bekommt das Gefühl dafür. Schreibt uns an, schreibt mich an. Ich würde mich freuen und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part bzw. in der nächsten Serie. Ciao!